Mit einem Jahr Verspätung geht die Europameisterschaft 2020 eigentlich doch los. Also 2021, der neue Versuch. Türkei gegen Italien, das Auftaktspiel am Freitagabend in eine äußerst üppig besetzte Europameisterschaft. Viele Teams und viele, die auch weiterkommen werden und nichtsdestotrotz möglichst schnell die Punkte einfahren, um sich für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Türkei in den weißen Trikots von links nach rechts mit einer ganz ordentlichen Anfangsphase. Italien hatte Probleme, hier reinzufinden. Çalhanoğlu dann aber mit dem Ballverlust. Es war kein schlechter Auftritt der Türken, die hier tatsächlich von Anfang an Dampf machten. Aber Italien wusste das zu unterbinden. Hier drüber gehalten, gab keine gelbe Karte. Für Bernardeschi hätte man durchaus so geben können. Türkei also zunächst bissiger, bis dann die Italiener auch endlich loslegten. Qualitativ deutlich besser besetzt. Geheimfavorit kann man nicht sagen, dafür sind sie eben zu breit aufgestellt, aber sie sind jetzt nicht der Top-Favorit. Ciro Immobile gegen Söyüncü. Ansatzlos. 10. Spielminute, 1:0 für Italien. Immobile macht es. Mit dem Rücken zum Tor. Söyüncü eigentlich eng genug dran, aber eben nur eigentlich. Wenn dann doch der Abschluss zustande kommt, dann war es nicht eng genug. Auf der anderen Seite eben auch stark gemacht von Immobile. Aus der Drehung dann noch um zwei Gegenspieler drumherum. Verdeckter Schuss für den Keeper der Türkei. Nichts zu halten. Und das brachte Aufwind für Italien. Jorginho wieder. Immobile! Das ist nicht zu fassen. Fast eine Kopie des 1:0. Doppelpack Immobile, der eröffnet das Turnier hier und macht gleich mal eine Ansage in Richtung von all den anderen Stürmern, die versuchen hier die Torjägerkrone am Ende zu ergreifen. Lewandowski ja mit den Polen mit dabei, aber da hat Immobile sicherlich noch die etwas besseren Spieler um sich herum und so stand es dann eben nach etwa 20 Minuten schon 0:2. Die Türkei musste aufpassen, dass es jetzt nicht schon im ersten Durchgang richtig übel wurde. Emerson hat viel Platz, Ferrati, Italien auch nun mit der nötigen Ruhe. Und wieder Immobile mit dem Rücken zum Tor. Es ist sicherlich nicht leicht zu verteidigen, aber das läuft hier alles nach Schema F ab. Spätestens als das zweite Tor genauso gefallen war, hätte man da dicht da dran sein müssen. Dann ist es aber auch eine starke Parade, die hier das 0:3 und damit die vorzeitige Entscheidung in Durchgang 1 verhindert. Halbe Stunde gespielt. Wieder Immobile mit dem Rücken. Mit dem Rücken zum Tor. Es war tatsächlich so einfach. Da sind genug Spieler. Mehr als genug. Vielleicht sogar zu viele, dass sich keiner zu 100% zuständig fühlt. Und der türkische Schlussmann, der musste es ein ums andere Mal ausbaden, machte dann aber dementsprechend auch wirklich eine richtig gute Partie. Bei den Gegentreffern eher machtlos. Noch 10 Minuten etwa bis zum Seitenwechsel. Jetzt musste mal was kommen und Burak Yilmaz, ja, das ist eigentlich so ein Stürmer, der qualitativ durchaus mithalten kann mit Immobile. Vielleicht nicht ganz auf dem Level, aber was der letzte Saison alles zerschossen hat, das war schon sensationell. Hier wurde er einfach zu selten bedient. Der Kopfball, der geht dann deutlich am Tor vorbei von Donnarumma. So ging es dann nach 45 Minuten mit einem 0:2 erstmal in die Pause. Die Türken konnten damit dann unter dem Strich fast noch zufrieden sein. Immobile alleine hätte schon 3-4 Dinger schnüren können. Machte es aber nicht, somit ein Anschlusstreffer und die Partie könnte wieder spannend werden. Aber Italien wollte eigentlich nichts mehr anbrennen lassen und nicht nur eigentlich, sie ließen nichts mehr anbrennen. Immobile! 0:3. 64. Minute, das ist dann auch einfach Weltklasse. Und die Türkei muss sich dann vielleicht messen mit anderen Mannschaften, mit Mannschaften eines anderen Kalibers. Und trotzdem ist es wieder Immobile, der den Ball annehmen kann.
Der feuert dann einfach drauf. Und lässt sich feiern. Vollkommen zu Recht. Der Tag aller Tage. Kein lupenreiner Hattrick, aber ununterbrochen 3 Tore. Nur eine Halbzeitpause lag dazwischen. Schlussphase. Wurde es jetzt noch richtig bitter. Barreja nochmal in der 89. Minute. Aber nein, da von dem 4. Treffer wurden die in Weiß gekleideten verschont. Es hätte aber durchaus 4-5-0 ausgehen können. So bleibt es am Ende des Tages beim 3-0. Ein sehr deutliches Ergebnis, weil Immobile eben auch nicht zu stoppen war. Ein sensationelles Spiel. Und jetzt geht es für die Türkei noch gegen die Schweiz und gegen Wales. Einfach ist diese Gruppe auf jeden Fall nicht. Was für ein Auftakt für Italien.